In einer abgelegenen Gegend wohnten in einem großen Haus ein Ehepaar, deren Tochter und ihr Hund. Die Eltern liebten ihre Tochter sehr und ließen sie nie alleine zu Hause. Eines Tages wurde der Mann und die Frau zu einer Hochzeit eingeladen, aber ihr langjähriger Babysitter hatte einen schweren Unfall und konnte somit nicht kommen, und weil die drei so weit von der Stadt entfernt lebten, konnten sie keinen Ersatzbabysitter einstellen. Also beschlossen sie, ihre Tochter allein zu Hause zu lassen. Sie verabschiedeten sich und die Eltern sagten: "Du darfst noch aufbleiben und Fernsehen schauen, aber schließ die Tür ab." Am späten Abend, als die Eltern auf der Hochzeit waren, kam ein Gast zu ihnen auf der Feier und sagte: "Ich hab's gerade im Radio gehört. In der Nähe ist ein Irrer aus der Anstalt ausgebrochen." Die Eltern bekamen Angst und riefen zu Hause an: "Zieh die Rollläden runter, mach den Fernseher aus und geh ins Bett. Solange der Hund an deine Hand leckt, ist alles in Ordnung. Er wird auf dich aufpassen." Die Tochter tat das, was ihre Eltern sagten, und legte sich schlafen. Bevor sie die Augen zumachte, hielt sie ihre Hand unters Bett und der Hund leckte ihre Hand ab, wie immer. Da hörte sie es auf einmal: Tropf, Tropf. Und immer weiter: Tropf, Tropf. Sie ging ins Bad und sah, wie der Wasserhahn tropfte. Sie drehte ihn zu. Sie ging zurück ins Bett, hielt die Hand unters Bett, der Hund leckte sie ab. Sie wusste, alles war in Ordnung. Plötzlich hörte sie wieder: Tropf, Tropf. Sie ging hinunter in die Küche und sah, dass auch dort der Wasserhahn tropfte. Sie stellte ihn ab, ging wieder nach oben, legte sich ins Bett, hielt die Hand unters Bett, der Hund leckte sie ab und sie wusste, alles war in Ordnung. Doch dann hörte sie wieder: Tropf, Tropf. Sie schaute überall, doch konnte kein Tropfen entdecken. Dann näherte sie sich der Kellertür. Sie hörte wieder: Tropf, Tropf. Also beschloss sie, etwas ängstlich, in den Keller zu gehen. Dort hörte sie es aus einem Schrank laut und deutlich tropfen. Sie öffnete ihn und bekam einen Riesenschreck, denn dort im Schrank war ihr Hund, aufgehangen, die Kehle aufgeschlitzt. Das Blut tropfte nur so zu Boden. Auf dem Hund war ein Zettel geklebt, auf dem stand: Irre können auch schlecken.